7 und du wurdest gerade 8, da haben wir uns auf dem Spielplatz schon das erste Mal verkracht. Wollt mit dir schaukeln, das hat dich nicht interessiert. Ist doch klar, dass die Lage irgendwann mal eskaliert. Im zweiten Schuljahr hat es sich dann zugespitzt, als statt mir neben dir plötzlich Hannelore sitzt. Was soll ich sagen, ich war absolut verletzt und hab in Pausen noch vor allem dein Poesiealbum zerfetzt. Wir haben in all den vielen Jahren schon so viel zusammen erlebt. Haben uns gezeigt und doch vertragen, unsere Freundschaft angezählt. Es ist schwer zu verstehen, kaum zu fassen, wir sind so verschieden, doch irgendwie passen wir schon zusammen. Und ich frag mich, wie lange ich deine Anziehungskraft noch standhalten kann, wie lang. Ich steh so sehr auf deine Anziehungskraft, wie du tanzt, wie du dich bewegst und wie du lachst. Es ist schon krass, was du in mir so entfachst, wie du tanzt, wie du dich bewegst und wie du lachst. War für uns völlig klar, wir ziehen zusammen, nur als Freunde hat geklappt, wunderbar. Doch eines Nachts kam dieser Typ mit dir nach Haus und nach einem Riesendrama zogst du dann auch wieder aus. Das war ein Schlag für mich mitten ins Gesicht und es war für mich klar, so behandelst du mich nicht. Ich zog los und konnte es mir kaum verkneifen. Ich nahm dein Rad und ließ die Luft aus deinen Reifen. Wir haben in all den vielen Jahren schon so viel zusammen erlebt. Uns gezankt und doch vertragen, unsere Freundschaft angezählt. Es ist schwer zu verstehen, kaum zu fassen, wir sind so verschieden, doch irgendwie passen wir schon zusammen. Und ich frag mich, wie lange ich deine Anziehungskraft noch standhalten kann, wie lange. Ich steh so sehr auf deine Anziehungskraft, wie du tanzt, wie du dich bewegst und wie du lachst. Es ist schon krass, was du in mir so entfachst, wie du tanzt, wie du dich bewegst und wie du lachst. Es ist schwer zu verstehen, kaum zu fassen, wir sind so verschieden, doch irgendwie passen wir schon zusammen. Und ich frag mich, wie lang ich deine Anziehung.